Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Klimawissen Online. Unser Gast ist heute der Philipp Schaudi. Philipp Schaudi ist Globetrotter und Reiseführer und er realisiert seit vielen Jahren verschiedenste Reiseprojekte, meistens mit seiner Frau Valeska zusammen, in wirklich alle Winkel der Welt. Er ist Geograf und besucht eben mit seiner Frau wirklich auch wenig bereiste und auch unwirtliche Gegenden der Erde, mit viel Reiselust, mit Neugier, Spontanität. Und da sind auch viele Fotos entstanden auf diesen Reisen. Und damit gestalten die beiden auch viele Multimedia-Shows. Das Thema Reisen, ja, das kommt jetzt wieder, nicht? Also es zieht uns doch alle wieder in die Ferne. Es kommt Sommer, man will endlich wieder mal ein bisschen mehr von der Welt sehen, wieder rauskommen. Aber das Reisen natürlich einen CO2-Fußabdruck hat, das brauche ich euch nicht sagen. Reisen erzeugt Treibhausgase und deshalb, wenn wir uns heute anschauen, kann man auch verantwortungsvoll reisen. Klimafreundlich reisen ist ja schwer, aber kann man verantwortungsvoll reisen, langsam reisen? Und da wird uns unser Referent heute einiges dazu erzählen. Das ist nämlich seine Art zu reisen mit dem Rad um die Welt, wie es in dem Buch geht, ja, mit dem Kanu durch die Wildnis Kanadas, mit den Öffis durch Asien, alles Dinge, die er schon gemacht hat. Über Land nach Indien ohne Flugzeug, ja, alles möglich. Und darüber wird er uns ein bisschen was erzählen, uns ein bisschen mitnehmen auf seine Reiseaktivitäten und uns erzählen, ob man auch verantwortungsvoll reisen kann. Und dazu begrüße ich ihn jetzt an dieser Stelle. Herzlich willkommen, Philipp, bei Klimawissen Online. Und an dieser Stelle darf ich an dich übergeben. Hallo, schön, dass du Zeit hast. Hallo, danke, Michi, für die Einladung. Danke dem UBZ, dass ich heute hier sprechen darf. Ich versuche jetzt nebenher kurz noch meine Präsentation zu teilen. Ja, schön, dass ich heute bei euch, für euch sprechen darf über langsames und verantwortungsvolles Reisen und ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen euch näher bringen darf. Wie der Michi schon erwähnt hat, bin ich sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs. Das hat bei mir schon begonnen in der Schulzeit mit 16 Jahren und hat sich dann ausgeweitet über die Jahre. Inzwischen bin ich 47 und noch immer nicht müde, um zu reisen. Bin mit verschiedensten Verkehrsmitteln unterwegs, immer wieder und vor allem bevorzugt auch aus eigener Kraft und das vor allem mit dem Fahrrad. Und dazu möchte ich dann im Vortrag an sich auch kommen. Ich arbeite als Referent, als Vortragender. Ich arbeite auch als Reiseleiter in den Polargebieten und ich möchte euch anfangs ein kleines Filmchen zeigen. Das ist unser Teaser zu unseren, wenn man das auf Neuhochdeutsch ausdrücken darf, zu unseren Vorträgen, für die ich jetzt nicht unbedingt Werbung machen möchte, aber es gibt euch vielleicht doch ein bisschen einen Einblick, wie wir so unterwegs sind. Ja, ich bin, wie gesagt, seit vielen Jahren auf Reisen unterwegs. Einerseits alleine, aber sehr, sehr viel auch gemeinsam mit meiner Frau Valeska. Der Michi hat das schon erwähnt. Und in den letzten Jahren sind wir als ganze Familie unterwegs, haben inzwischen zwei kleine Kinder. Die ändern natürlich auch ein bisschen unseren Reisestil, vor allem was die Fortbewegung betrifft. Aber dazu komme ich dann auch noch im Folge des Vortrags. Wenn wir über langsames und verantwortungsvolles Reisen sprechen, dann möchte ich gern anfangs ein bisschen Theorie einfließen lassen. Das heißt, wenn wir
von langsam verantwortungsvoll Reisen sprechen, dann geht das um nachhaltiges Reisen, um sanftes Reisen, sanften Tourismus. Und das stützt sich an sich auf drei Säulen. Das ist einerseits die Ökonomie, das ist die Wirtschaft. Da geht es darum, die Regionen wirtschaftlich zu stärken, die Regionen, in denen wir als Reisender unterwegs sind. Und da geht es darum, einerseits Arbeitsplätze zu schaffen, andererseits Arbeitsplätze in den Zielgebieten des Tourismus zu erhalten. Ein zweiter großer Punkt, das ist die Ökologie, das ist die Umwelt. Wenn man reist, dann oder wenn man sanft nachhaltig reist, dann möchte man negative Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt vermeiden und vor allem auch die Emissionen reduzieren. Ganz vermeiden ist oft schwierig, da musst du wirklich zu Fuß gehen oder nur mit dem Rad unterwegs sein, aber man kann es zumindest versuchen, Emissionen, vor allem Flugzeugemissionen zu reduzieren. Und ein dritter sehr großer Punkt, vor allem wenn man, so wie ich, sehr viel aus eigener Kraft unterwegs ist, das ist der Zugang zu den Menschen, das ist das Soziale, das ist die Interaktion, die man mit den Leuten vor Ort hat. Und generell geht es auch darum, dass die Bevölkerung in den Tourismusgebieten oder in den bereisten Gebieten auch Mitsprache generell am Tourismus haben. Das klingt alles so ein bisschen theoretisch, das ist es letztlich ja auch, aber man kann das Ganze auch, finde ich, um einiges einfacher ausdrücken. Und zwar soll unser Unterwegssein keine negativen Auswirkungen auf die Natur und die lokale Bevölkerung haben. Und was für mich auch immer wichtig ist, was man sich so ein bisschen immer in den Hinterkopf, im Hinterkopf haben sollte, ist, dass Reisen an sich nichts Lebensnotwendiges ist. Es ist etwas, ich würde mal sagen, es ist eigentlich ein Luxus, den wir uns in unserer westlichen Welt leisten können, der der meisten anderen Welt eigentlich verwehrt bleibt. Und Reisen ist aber etwas, das sehr lebensbereichernd sein kann, wenn man das Ganze auch auf sich zulässt. Lebensbereichernd natürlich in erster Linie für einen selbst, aber man kann das auch weitergeben und zwar in die Länder, in denen man unterwegs ist, indem man sich einfach mit Land und Leuten auseinandersetzt. Und für mich persönlich bedeutet nachhaltig und sanft zu reisen, dass ich mich sehr langsam fortbewege und mir natürlich auch sehr viel Zeit nehme, unterwegs zu sein. Persönlich selbst bin ich sehr viel unterwegs gewesen und mit verschiedensten Fortbewegungsmitteln in der Welt unterwegs, gerne aus eigener Kraft, aber je nachdem, wie die Situation so ist, fahre ich schon auch mal mit dem eigenen Fahrzeug. Das hat sich vor allem jetzt in den letzten Jahren ein bisschen so ergeben mit unseren kleinen Kindern. Wir haben einen kleinen VW-Bus, um unterwegs zu sein, haben extra ein Fahrzeug gewählt, das für ein Reisefahrzeug sehr kompakt ist, einen recht kleinen Motor hat. Und wir versuchen auch hier, Emissionen so gut es geht zu vermeiden. Wir sind auf kleinen Straßen unterwegs, vermeiden Autobahnen zu Gänze, wenn wir auf Reisen sind, mache ich an sich zu Hause auch sehr gerne. Denn einerseits hat man dadurch viel mehr die Möglichkeit, mit Land und Leuten in Kontakt zu kommen. Andererseits braucht ein Fahrzeug um vieles weniger Treibstoff, wenn man gemütlich auf kleinen Straßen fährt, als schnell auf Autobahnen. Und so sind wir, oder so versuchen wir auch immer, unser Auto unter dem vom Werk angegebenen Durchschnittsverbrauch zu fahren. Das gelingt normalerweise ganz gut. Das Auto sollte vom Werk her 10 Liter im Schnitt brauchen. Wir sind normalerweise mit 8 Litern unterwegs. Und auch wenn man in unser Fahrzeug hineinschaut, dann sieht man da relativ wenig Plastik und wir versuchen auch hier ein Zeichen zu setzen. Normalerweise Campingbusse, Reisemobile, da ist das meiste, wenn man die Tür öffnet, in irgendeiner Form aus Plastik. Wir versuchen hier natürliche Produkte wie etwa Holz, Metall zu verwenden und haben zum Beispiel auch keine klassische Campingtoilette, sondern Chemietoilette an Bord, sondern setzen da viel mehr auf unsere Schaufel, mit der wir in der Früh ausrücken, oder auf eine Trenntoilette, bei der letztlich auch nur Kompost herauskommt. Ich bin, wie gesagt, sehr gerne aus eigener
Kraft unterwegs, habe aber auch andere Formen des Reisens, des Unterwegsseins gemacht, unternommen. Zum Beispiel auch sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auch im asiatischen Bereich, mit Zügen, mit Bussen oder einfach den Daumen hinausgehalten und habe Auto gestoppt, wie etwa hier in Indien, in den Bergen Indiens, wo ich am Dach eines LKWs mitfahre. Und durch diese Art des Reisens, da kommt man wirklich nahe ran an die Leute. Da hat man immer Interaktion, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Ländern unterwegs ist oder wenn man einfach mal den Daumen raushält. Denn immer hat man Gespräche, man wird mal wieder eingeladen, mit Leuten auch mit nach Hause zu kommen. Und ich finde, das ist etwas sehr Bereicherndes, wenn man in dieser Art unterwegs ist. Ich bin auch sehr gerne in den Wildnissen der Welt unterwegs und da gibt es für mich auch ein Transportmittel, das ich da sehr gerne verwende und das sich extrem gut eignet, um lange weit weg von urbanen Gebieten zu sein, und das ist das Kanu. Im Bild seht ihr ein Bild einer Reise durch Kanada und Alaska. Da waren wir ein halbes Jahr lang unterwegs, meine Frau und ich, wechselweise mit dem Rad und mit dem Kanu. Teilweise bis zu 6 Wochen waren wir am Stück am Fluss unterwegs. Ihr seht, wir haben auch unsere Fahrräder oben drauf geschnallt. Und wenn wir wieder zu einer Brücke gekommen sind, dann haben wir die Räder wieder zusammengebaut, das aufblasbare Boot ausgelassen, hinten auf den Trailer, auf den Anhänger geschnallt und sind wieder auf der Straße weitergefahren. Und so sind wir ein halbes Jahr lang im Prinzip emissionsfrei quer durch die großen Gebiete, quer durch Kanada und Alaska unterwegs gewesen. Emissionsfrei, das ist immer so ein bisschen relativ, denn wie sind wir denn eigentlich nach Kanada und Alaska gekommen? Das war letztlich mit dem Flugzeug. Also man hat an sich immer das Problem, außer man geht zu Fuß von zu Hause weg oder man fährt mit dem Rad von zu Hause weg, dass man immer irgendwie in sein Zielgebiet der Reise kommen muss und wieder zurück. Aber letztlich finde ich, relativiert sich das ein bisschen, wenn man dann zumindest vor Ort sanft und emissionsfrei unterwegs ist oder möglichst versucht, emissionsfrei oder reduzierend unterwegs zu sein und vor allem auch, wenn man über längere Zeit auf Reisen ist. Dasselbe natürlich auch, wenn man zu Fuß zum Trekking irgendwo hinreist. In dem Bild hier seht ihr eine Trekkingreise nach Pakistan, da sind wir in den Bergen Pakistans unterwegs gewesen, oder auch in Spitzbergen ganz weit im Norden, wo man wochenlang durch einsamste Natur unterwegs sein kann, aber natürlich auch hier eine lange Reise, eine lange Anreise und Rückreise hat, und das geht in dem Fall auch nur mit dem Flugzeug. Und Spitzbergen, das ist eine Gegend, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Dort war ich nicht nur für sehr viele Reisen unterwegs. Spitzbergen, das ist diese Inselgruppe zwischen dem Nordkap und dem Nordpol, also extrem weit im Norden, sondern ich habe dort auch viele oder einige lange Aufenthalte, vor allem mit meiner Frau Valeska, gemacht. Und lang irgendwo am Fleck zu sein, das fällt für mich auch so ein bisschen generell ins Reisen hinein, auch wenn man sich eher weniger oder nur lokal letztlich bewegt. Aber dadurch hat man mehr die Möglichkeit, noch tiefer in die Länder und in die Gegenden einzutauchen, wie etwa bei uns das mit Spitzbergen war, oder auch ein anderes Beispiel, eine Hütte im Norden Lapplands, im Norden Schwedens, zu der ich auch sehr viel Bezug habe, und an diesem Ort habe ich auch viele, viele Monate über Jahre verteilt verbracht, genauso wie auch Island. Und Island ist auch für mich ein ganz spezielles Land, in dem ich auch mal ein ganzes Jahr zugebracht habe. Das war damals noch im Zuge meines Geografiestudiums. Und wenn man lange in einer Gegend, in einem Land sich aufhält und nicht nur an einem Fleck sitzt, sondern sich dort auch bewegt und unterwegs ist, dann kann man diese Länder auch aus einerseits ganz anderen Augen sehen und andererseits auch aus Perspektiven, die andere Reisende nicht haben, und zum Beispiel auch mal im Winter mit dem Rad in Island unterwegs sein. Und das Rad, das ist für mich an sich ein sehr
wichtiges Transportmittel oder Reisefahrzeug geworden. Das hat mit Reisen eigentlich in Island begonnen, mit Radreisen in Island, ist dann angewachsen. Ich bin durch Länder gefahren, ich habe begonnen, Kontinente zu durchqueren. Ich bin letztlich mit dem Rad auch rund um die Welt unterwegs gewesen. Und für mich ist das Rad ein ideales Reisefahrzeug, denn einerseits ist man schnell genug, um in unter Anführungszeichen absehbarer Zeit auch durch Länder, durch Kontinente zu reisen. Und man ist aber trotzdem langsam genug, um ganz tief in die Länder eintauchen zu können und um sehr viel Kontakt zu den Menschen vor Ort zu haben. Und ich habe hier mal eine Karte jetzt eingeblendet und mal so grob drüber eingezeichnet, die langen Radrouten, Radstrecken, die ich in meinem Leben, das ist nicht eine Reise, es sind mehrere Reisen, die ihr hier seht, die ich in meinem Leben rund um den Globus gemacht habe. Und in Summe bin ich 120.000 Kilometer am Rad gesessen, habe sozusagen 120.000 Radreisekilometer zurückgelegt, bin insgesamt in 80 Ländern unterwegs gewesen, in den meisten davon mit dem Fahrrad. Und ich möchte euch gerne jetzt ein bisschen mehr zum Unterwegssein, zum sanften Unterwegssein, zum nachhaltigen Unterwegssein mit dem Rad erzählen, aber eingangs nochmal so ein kleines Filmchen zeigen. Und zwar ist das unser Trailer zu einem unserer Vorträge, zu unserer Fahrradweltreise. Und da bekommt ihr vielleicht schon mal so ein bisschen einen Eindruck, wie es ist, mit dem Rad um die Welt oder durch Kontinente unterwegs zu sein. Wir sind, wie gesagt, sehr viel mit dem Rad um die Welt unterwegs gewesen. Nicht nur auf dieser Weltreise, die ihr jetzt hier gesehen habt, sondern auch auf einigen anderen Reisen, bei denen ich auch quer durch Kontinente unterwegs war. Und ich möchte euch gerne den nachhaltiges und sanftes Reisen jetzt ein bisschen so am Beispiel des Radreisens näher bringen, nochmal diese drei Säulen ansprechen, von denen wir eingangs schon gesprochen haben, von der Ökologie, von dem Bezug zur Umwelt in den Ländern, in denen wir unterwegs sind. Und mit dem Rad ist es wirklich so, dass wir an sich emissionsfrei unterwegs sind.
jetzt mal abgesehen, falls wir eine Anreise, Abreise brauchen, sind wir vor Ort komplett emissionsfrei unterwegs, sind ganz, ganz nahe dran an der Natur und unser Unterwegssein hat an sich keinen negativen Einfluss auf die Natur, in der wir uns bewegen. Das Naturerlebnis ist riesig, in Afrika an Zebras, an Giraffen, an Elefanten vorbeizufahren. Das ist ganz ein anderes Erlebnis, wenn das vom Fahrradsattel aus passiert, als wenn man in irgendeinem Safari-Jeep sitzt oder auch in Nordamerika, wenn da mal so ein Bär vor einem über die Straße läuft, dann kribbelt das ganz anders im Bauch, als wenn man hier letztlich nur mit dem Auto vorbeifahren muss, sondern wenn man das mit dem Rad tun muss. Und wenn das Wetter schlecht ist und es regnet, dann ist man da mittendrin genauso im starken Wind, der mitunter blasen kann, wenn man da gerade in einer Wüste ist, es beginnt den Sand zu heben, dann ist man dann nochmal um einiges mehr drinnen, als wenn es nur bläst. Wenn es richtig heiß ist, wie hier auf unserer Durchquerung der Sahara, wenn es 50 Grad hat, dann ist man auch mittendrin in diesem schattenlosen, in dieser schattenlosen Hitze hier in der Wüste. Genauso, wenn es schneit, dann wird man von oben bis unten voll Schnee und es wird einem letztlich auch bitterkalt. Und das klingt alles so ein bisschen, man könnte sagen, negativ. Man kann vielleicht auch drüber lachen, wenn da einer im starken Schneefall mit dem Rad spazieren fährt. Aber was ich euch damit zeigen möchte, man ist da ganz drinnen oder ganz nahe an den Elementen. Und für mich persönlich hat das Unterwegssein vor allem mit dem Rad an sich sehr, sehr viel vom Gefühl her mit letztlich Freiheit zu tun. Und da gehört es auch dazu, dass das nicht immer einfach ist, mit dem Rad zu reisen. Da ist man Wind und Wetter ausgesetzt. Da muss man sich anstrengen, um irgendwo hinzukommen. Aber ich glaube, gerade das macht das Reisen mit dem Rad auch wirklich aus. Und das macht auch wirklich süchtig, danach mit dem Rad unterwegs zu sein. Man kommt mit dem Rad so gut wie überall hin, wo man möchte. Man ist nahe an der Natur, nahe an der Bevölkerung, an den Menschen. Man findet wunderschöne Plätze, um sein Zelt aufzustellen, wie etwa hier in der Cordillera Blanca in Südamerika. Allerdings natürlich, man ist auch viel in urbanem Gebiet unterwegs und findet nicht immer einen geeigneten Platz, um sein Zelt aufzustellen. Und da sind wir auch schon beim zweiten Punkt, bei der zweiten Säule. Das ist die Ökonomie, das ist die Wirtschaft. Und beim Radfahren, wenn man so durch ein Kontinent oder durch ein Land fährt, da geht es darum, wo kaufe ich ein, was kann ich essen und wo kann ich schlafen. Und das Schlafen ist an sich ein sehr großes Thema. Nicht überall findet man einen geeigneten Platz, um sein Zelt aufzustellen. Und spätestens am Nachmittag fragt man sich, wo schlafen wir eigentlich heute? Ist es eine Gegend, in der wir gut zelten können oder suchen wir uns irgendwo in einem Ort, einem Dorf oder neben der Straße ein Hotel? Und das findet man letztlich auch. Und ihr seht, wir haben da sehr viel Wert auf Luxus gelegt, wenn wir unterwegs sind. Allerdings, wir sind bei unserer Zimmerwahl normalerweise nicht gerade anspruchsvoll. Eines muss ein Hotel aber auch für uns als Minimum bieten. Und das ist wenigstens ein Dach über dem Kopf. Also in diesem sind wir letztlich auch nicht geblieben, aber normalerweise, wie gesagt, findet man immer irgendwo eine Bleibe, auch wenn das mitunter sehr einfache Unterkünfte sind, je nachdem, wo wir halt so unterwegs sind. Ein zweiter sehr großer Punkt, das ist immer das Essen. Wenn du am Rad sitzt, da musst du sehr viel essen und vieles mehr, als wenn man zu Hause in der Schule, im Büro sitzt. Man hat einen enormen Kalorienverbrauch. Das heißt, es dreht sich eigentlich sehr viel um das Thema Essen. Und nachdem man langsam und gemächlich unterwegs ist, kleine Schritte macht, kauft man natürlich ein, was es neben der Straße gibt, isst das, was es gerade gibt. In dem Fall gibt es hier in Indien gerade Papaya. Auf die nächsten 20 Kilometer gibt es an jedem Standl nichts außer Papaya. Das ist das, was man hier halt gerade geerntet hat und das ist das, was wir essen. Sind wir in Orten, dann kosten wir uns natürlich gerne auch durch die lokalen Spezialitäten, wobei, wenn man da hier
so sich hier umsieht auf dem Zubereitungstisch hier in China, da ist man sich nicht immer ganz so sicher, was da wirklich im oder am Teller letztlich landet. Und bei manchen lokalen Spezialitäten haben wir dann durchaus auch gekniffen oder sie auch abgelehnt, wie zum Beispiel in Thailand, wenn es diese leckeren Maden gegeben hat und auch die frisch gegrillten Meerschweinchen in Ecuador, die haben wir dann doch nie probiert. Da war es uns schon lieber, wenn es neben der Straße ein Standl gegeben hat, wie etwa hier in Kreta in Griechenland, bei dem es frische Orangen gegeben hat. Das hat sie auch auf der ganzen Insel gegeben. Wir waren in der Orangenzeit unterwegs, aber da hat man zumindest gewusst, was man letztendlich in seinem Sack gekauft hat. Und wenn man gemütlich irgendwo beim Essen sitzt, dann passiert es natürlich sofort, dass jemand vorbeischaut, um kurz Hallo zu sagen, um sich zu informieren, wer wir sind, wo wir herkommen, wo wir hin möchten. Und das ist jetzt die dritte Säule, die ich ansprechen möchte. Das ist das Soziale, das ist der Bezug zur Bevölkerung, zu den Menschen in den Ländern, in denen wir unterwegs sind. Das ist der Austausch, der kulturelle, der stattfindet, wenn wir mit unseren Rädern irgendwo auftauchen. Und das ist auch die Gastfreundschaft, die uns zuteil wird, wenn wir unterwegs sind. Und das hat sehr viel nicht nur mit unserer weißen Hautfarbe zu tun, sondern vor allem auch sehr viel mit unseren Fahrrädern. Durch die erlangen wir Aufmerksamkeit. Die Leute kommen, um mit uns zu plaudern, um uns auch einfach nur mal anzuschauen, wie etwa hier in Indien. Und immer wieder passiert es natürlich auch durch diese Aufmerksamkeit, die wir durch das Rad haben, dass wir auch und durch dieses Interesse, das wir dadurch wecken bei den Leuten, dass wir nach Hause eingeladen werden, mitgenommen werden, in Familien Einblick bekommen, nicht nur eingeladen werden, um zu essen, sondern auch um zu bleiben, wie etwa hier als Beispiel eine Familie in Syrien, das war in Aleppo noch vor dem Krieg, wo wir mehrere Tage mit dieser syrischen Familie verbracht haben. Oder auch ein anderes Beispiel, zum Beispiel hier in einer Favela in Südamerika, in einem armen Viertel, in das man sonst eigentlich überhaupt nicht hineingehen würde als unter Anführungszeichen Reisender. Denn da ist oft sehr viel Kriminalität und wir sind eingeladen hier worden von einer Familie und verbringen einen Tag in dieser Favela. Ein Erlebnis, das man als normaler Reisender wahrscheinlich nie haben wird. Oder auch, wenn wir im Sudan unterwegs sind oder als wir im Sudan unterwegs waren, da fahren wir durch die nubische Wüste. Das ist ein Gebiet mit extrem schlechten Straßen, wenn man es überhaupt als Straße bezeichnen kann. Das ist hauptsächlich so eine Sandpiste, auf der wir hier unterwegs sind. Es ist alles Gebiet von Banditen. Das heißt, es gibt viele Überfälle hier auf Reisende. Und wenn man in kleine Orte kommt, und das ist in etwa einmal am Tag, dann laden einen die Leute ein, die Nacht in Sicherheit hinter ihren kleinen Mauern, das sind letztlich Häuser, die hauptsächlich aus einem Innenhof bestehen, zu verbringen. Das heißt, durch diesen Reisestil mit dem Fahrrad hat man sehr viel Kontakt zur Bevölkerung und für uns als Reisende ist das wirklich etwas sehr Wichtiges, etwas, das sich weit, weit, weit vor irgendwelche Sehenswürdigkeiten letztlich für uns persönlich gestellt hat. Wir reisen in den wenigsten Fällen oder eigentlich so gut wie überhaupt nicht mehr, um uns irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzusehen, sondern vielmehr, um das Land wirklich zu erleben, indem wir mit Menschen in Kontakt treten. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man langsam unterwegs ist, wenn man sich die Zeit nimmt, auch das zu tun. Wie etwa auch hier im Bild ein Beispiel aus einer Küche in Guatemala. Ebenfalls eine sehr, sehr arme Familie, bei der wir hier zu Gast waren, zum Essen und auch zum Übernachten. Und um es nochmal anzusprechen, jetzt am Ende meines Vortrags, was wirklich langsames und verantwortungsvolles Reisen für mich ist oder generell vielleicht auch sein soll. Das ist, dass wir oder dass unser Unterwegssein keinen negativen Einfluss, keine negativen Auswirkungen auf die Natur und vor allem auch auf die lokale Bevölkerung haben soll oder haben darf. Und
wie gesagt, immer ein bisschen vor Augen halten, dass Reisen eigentlich nichts Lebensnotwendiges ist, sondern eher etwas Lebensbereicherndes und dass die wenigsten Menschen auf der Welt, nicht einmal in den westlichen Ländern, mit ihrem Reisepass überall hin reisen können, wo sie möchten. Und das ist etwas, das ich euch gerne mitgeben möchte und das ich in meinem Leben bisher immer sehr geschätzt habe, dass wir mit unserem österreichischen Reisepass auf fast so gut wie allen Ländern, in fast so gut wie allen Ländern in der Welt einerseits gerne gesehen sind und vor allem auch den Zugang haben, dort hinzureisen. Und insofern möchte ich euch gerne auch bestärken, unterwegs zu sein, zu reisen, aber macht es langsam, macht es sozusagen verantwortungsvoll. Seid lange unterwegs, nehmt euch die Zeit und kommt vor allem auch mit Land und Leuten in Kontakt. Und damit bin ich am Ende meines kurzen Vortrags angelangt. Ich möchte mich bei euch bedanken für das Zuhören und auch beim UBZ, beim Michi Krobert, für die Einladung, hier zu sprechen. Dankeschön. Danke dir, Philipp. Vielen Dank für deine wirklich beeindruckenden Einblicke in eure Reisetätigkeit. An dieser Stelle, bevor wir zur Fragerunde kommen, verabschiede ich mich einmal bei den Zusehern auf dem YouTube-Kanal. Schaut gerne mal bei einem anderen Vortrag von Klimawissen online rein. Baba.